Oh, Alter, was geht ab, Leute, Junge? Mit einer neuen Folge, eBay-Format. Problem, wir sind heute nicht auf eBay. Ich probier's mal aus. Ich hab's noch nie gegoogelt, beziehungsweise eingegeben und danach gesucht. Also, Premiere. Vielleicht ist es voll der Fail und wir schalten dann rüber auf eBay. Aber, heute sind wir auf Amazon. Mein einziges aktives, laufendes Format. Jeden Monat eine Folge, wo wir uns Angebote von Pokémon Go auf eBay anschauen. Der kleine Hinweis, wie immer am Anfang der Folge, ihr solltet eure Sachen dort nicht verkaufen. Das ist von Niantic sowie auch von eBay nicht gestattet. Und ja, es macht eigentlich auch keinen Sinn. Und natürlich auch nicht kaufen, weil selber zocken macht natürlich mehr Spaß. Wir schauen uns das Ganze immer nur zum Spaß an, aus Interesse halber. Einfach Forschung, was einfach so auf dem Markt so da ist. Pokémon Go. Ich sehe eine Menge Artikel, also Zubehör, aber ich sehe keine Accounts. Vielleicht ist Amazon auch nicht die richtige Plattform für virtuelle Sachen, sondern nur so Hardware, was halt auch geshippt werden kann. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns das mal an, weil auch da können interessante Sachen für uns dabei sein. Wie zum Beispiel ein GoPlus, weiß nicht was das ist. Ist halt gelb. Das GoPlus sieht normalerweise so aus. Ist es ein Sticker für, oder eine andere Hülle? Slabber, Blüte, Armband, nur. Das ist ein GoPlus, das ist halt ein gelbes GoPlus oder was? Ah, dann ist der Preis ja ziemlich gut für ein GoPlus. 17 Euro. Ist es ein GoPlus oder ist es nur eine gelbe Hülle? Ich check das gerade nicht. 100% original, dies ist ein tragbares Gerät, das über Bluetooth eine Verbindung. Digga, dann ist das doch. Das ist doch das GoPlus, nur in gelb. Und für 17 Euro oder was? Okay, vielleicht ist es nicht original. Aber an sich ist es ja eigentlich ziemlich gut. Das würde ich mir sogar gönnen. Genau dasselbe. Wir müssen mal schauen. 1-Sterne-Bewertung, das ist schon mal nicht gut. 1 Stern. Das Gerät hat nicht mal 2 Wochen gehalten, dann war es kaputt. Auf jeden Fall fake. Hat einen Wackelkontakt und funktioniert nicht mehr. Aber das hat 5 Sterne. Dann schauen wir uns doch mal die Bewertung hier drauf an. Produkt hält, was es verspricht. Bin sehr zufrieden bisher. Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck. Selbst am Gürtel tragen spürt man den Vibrationsalarm, sobald sich im Spiel etwas tut. Daumen hoch. Von der Katja vom 1. Oktober, gar nicht so lange her. Kann man der Katja vertrauen? Rang der Rezensenten. Überblick. 19 Rezensionen. Nobby Katzenkeramik. Ja, die sieht vertrauenswürdig aus. Also für alle, die immer fragen, GoPlus. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich kein Original, aber für 17 Euro kann man auch irgendein Fake kaufen. Also die 17 Euro schmerzen, glaube ich, nicht so. Das Gacha, 45 Euro. Viele fragen immer, ob sie Gacha oder GoPlus kaufen sollen. Meistens ist GoPlus immer ausverkauft. Zumindest das Original. Ihr seht, Fakes könnt ihr immer noch weitererhalten. Gacha ist natürlich eine gute Alternative. Ich habe immer früher gesagt, eher lieber nicht, weil es unterstützt Niantic nicht. Also es unterstützt nicht den, dem es gehört. Das ist so, als würdet ihr Fake Pong Merch kaufen sozusagen. Aber ich meine, Niantic hat in letzter Zeit sehr viel Geld gemacht. Die machen jetzt eine Menge Geld mit den Tickets, mit diesen 1-Euro-Boxen, mit den Brutmaschinen. Während der Ultra-Bonus-Woche haben die eine Menge Geld gemacht. Ich glaube, die verkraften das, wenn wir nicht mehr so viele GoPlus kaufen oder Pokéball. Also, meine Meinung hat sich da ein wenig in die andere Richtung gewendet. Heißt aber jetzt nicht, dass ihr Fake Home Merch kaufen sollt. Super saftig Merch. Aber zum Preis kann ich jetzt noch nicht viel sagen. 45 müssen wir uns erstmal die anderen Preise anschauen, um das zu vergleichen. Denn der Ball kostet um die 40, wie ihr hier sehen könnt. Und ich bin eigentlich mit dem Ball zufrieden, wo auch immer der ist. Ist halt riesig und fängt nicht automatisch. Dreht nur automatisch. Es gibt übrigens auch, wie heißt das? Gacha 2, irgendwie so Gacha 2, Gacha Evolution oder sowas. Soll aber bisher nicht so gut sein, habe ich gehört. Oh, da haben wir auch die Schaukel. Das ist eine der teuren, 17 Euro. Ich habe auch schon welche für unter 10 gesehen. Wobei, die waren nicht so Hightech, also das muss ich schon sagen, ist eine. Okay, krass. Das schaukelt den Ball. Und dadurch, dass der Ball da verbunden ist,
erzählt das natürlich auch. Das ist interessant. Kann auch das Handy schütteln. Und das GoPros, ja, ja, klar. Natürlich immer selber gehen ist am besten. Aber was ich sagen wollte, es kommt ja demnächst eine Erweiterung von Adventure Sync und der Belohnung, die es halt jeden Montag gibt. Und 100 Kilometer soll eingeführt werden. Und ich muss sagen, 100 Kilometer ist halt verdammt viel. Nicht mal ich schaffe jede Woche 100. Und ich bin halt nur am Zocken eigentlich. Ist aber natürlich kein Grund, das zu kaufen, weil das ist eigentlich Cheaten und grenzt schon an Spoofen und all dies das. Hier, Gacha für nur 38,99. McBasilbrook Pocket Auto. The fuck? Was ist ein McBasilbrook Pocket Auto fangen Armband? So ein ganz normales Gacha. Ist auf jeden Fall billiger als das davor. Wo sind die Rezensionen? 28 hatte sogar. Tolle Technik, aber leider unzuverlässiges Armband. Technisch funktionierte mein Gerät 2 Tage lang einwandfrei, dann fiel beim gemütlichen Spazierengehen die Gacha aus dem Armband und konnte nicht wieder gefunden werden. Trotz toller Technik musste ich deshalb leider eher vom Kopf abwarten. Naja, wenn du deine Gacha verlierst, ist es eigentlich deine eigene Schuld. Okay, Update. Update. Gerät machte so süchtig, dass es neu bestellt wurde. Technik arbeitet auch echt super. Nur leider ist das mitgelieferte Armband eine totale Fehlkonstruktion, bei der die Gacha bei geringstem Widerstand aus dem Band herausfällt. Okay, verstehe. Ich glaube, die meisten ersetzen das Armband eh, oder? Was ist das für ein Armband? Okay, nee, das ist nicht das originale Armband. Also die meisten, die ich kenne, die benutzen das Armband eigentlich gar nicht mehr, sondern nur das Teil haben sie irgendwo im Rucksack oder so ein Schmarrn. Super für Auto- und Radfahrer, das stimmt. Klasse Ergänzung zum Spiel, man hat die Hände frei und kann sich auf andere Dinge konzentrieren. Das Verbinden mit dem Smartphone funktioniert nach dem ca. 5. Versuch. Eine deutsche Anleitung ist nicht dabei, aber das bisschen Englisch kann man auch mit... Wo steht das? Bilder verstehen. Lustig, dass mit dem Armband Pokémon gefangen werden, die man selbst noch gar nicht auf dem Handy-Display sieht. Ja, das stimmt, das ist aber bei allem so, also Armband, GoPros und Ball. Das ist bereits die Pokémon anvisiert, bevor die überhaupt auf dem Display spawnen. Die Spielzeit des Armbands muss nach ca. 90 Minuten erneut aktiviert werden. Circa eine Stunde, aber das, wie gesagt, auch bei allen Geräten so, das ist einfach, das entkoppelt dann und dann muss man es einfach neu verbinden. Ist jetzt kein Negativ- oder Pluspunkt für das Gacha. Ist halt generell so. 2 Stunden zu spielen ist mit einer Akkuladung durchaus möglich. Ja, ist schon mal okay. Also, einen Tag zocken, am Abend aufladen, so würde ich es immer machen, so mache ich das auch mit dem Ball. Leider kam mein Armband gar nicht mit der Original-Gacha-App klar. Im Display des Armbands hatte ich dann Symbole, die nirgends in der Beschreibung. Okay. Brook und Gacha sind identisch. Ja, okay, ich habe mich schon gefragt, was es ist. Ich habe beide in Benutzung. Die Verbindung klappt gut. Die Fangquote dürfte bei so 50%, ja, das ist unterschiedlich. Es passiert sowohl bei der Gacha als auch bei der Brook öfter mal, dass die Verbindung nicht hergestellt werden kann. Ey, ich check immer noch nicht, was dieses Brook ist. Das ist doch genau einfach ein Gacha. Tolles Gerät, wenn es funktioniert, oder Gadget. Wenn es sich dann mal verbunden hat, funktioniert das Brook genau wie das Gacha. Das ist eine mega Erleichterung, wenn man selber das Handy nicht bedienen kann. Leider hatte ich immer wieder Störungen. Keine Kaufempfehlung, ach, Probleme. Das Teil hat anfangs gut funktioniert wahrscheinlich. Nun, nach keinen 4 Monaten hält die Ladekapazität keine halbe Stunde mehr. Oh, das ist traurig. Schrott, keine Kaufempfehlung, das Teil ist absoluter Schrott. Liegt nicht richtig. Aha, Akkuproblem anscheinend. Aber ich check immer noch nicht, was der Unterschied zwischen Brook und Gacha ist. Sieht ja genauso aus. Als gäbe es 2 verschiedene Hersteller für dieses Fake-Produkt. Also Brook sozusagen die Fälschung vom Gacha oder was? Und Gacha ist die Fälschung vom GoPros. Oh, das kenne ich. Das kenne ich. So ein Medaillon? Oh mein Gott. Dieses Medaillon ist halt, das ist halt ein Gacha. Nur so verkleidet, sag ich mal. Gibt's verschiedene in Medaillon und sowas. Habe ich gesehen. Möglicherweise demnächst ein Gewinnspiel für euch. Weil so eine taiwanesische Firma mich angeschrieben hat und gefragt hat, ob ich Werbung für die machen will. Ich habe gesagt, schick mir ein paar Sachen zu, ich check das ab und schick direkt noch ein paar Sachen, die ich verlosen kann. Weil ich immer an euch denke. Und wenn ihr an mich denkt, gebt ein Like, ein Abo, einen Kommentar und aktiviert die Glocke. Auf Ehrenbasis. Ja, das ist schon interessant. Oh, solche Batterien hat das, das ist krass. Schauen wir mal. Wenn ich eins bekomme, wird das mal abgecheckt.
Oh, und das hier auch, Mann. Aber auch dieses komische Brook. Das ist, das wollte ich auch von denen. Habe ich gesagt, das schickt ihr mir auch noch gleich mit dazu. Und zwar könnt ihr dann das Go Plus ein Teil an dieses Teil dranhängen. Und dann habt ihr ein anderes Unterteil. Das müsst ihr halt dann hier abbauen. Ist kein Problem. Aufschrauben und dann da drauf. Und dann könnt ihr das mit Ladegerät anstatt der Batterie verwenden. Sah echt interessant aus. Ich habe gesagt, hey, schickt mir das zu, ich teste das mal. Aber wir sehen schon hier auf Amazon kein Account, sondern nur Technik. Sachen, die man auch tatsächlich in Hand halten kann. Hardware. Gacha Evolved, genau das ist es. Das ist das neue Gacha. Aber kein Bild verfügbar. Derzeit nicht verfügbar. Schade. Das ist schade. Dann hier noch so eine Schaukel, aber 17 Euro ist extrem teuer. Hier, das normale Gacha. Ganz normal Gacha. 40 Euro. Denke ich, ein normaler Preis mit diesem hässlichen Band. Das ist so hässlich. Das hatte ich auch wohl. Und dann könnt ihr euch hier noch andere Bänder kaufen. Genau. Und dann gibt es noch diese Hülle, die kenne ich auch. Könnt ihr drauflegen und dann fängt es sozusagen automatisch. Das gibt es denn sonst auch so in dieser breiten Pokémon-Welt? Pokémon Go, das ultimative inoffizielle Handbuch. Dazu müssten wir mal einen React machen. Das bestellen und dann das abchecken. Was die alles hier so labern. Power up und entwickeln. Nee, ich glaube, ich schreibe die an. Von Kaga Koppermann. Nee. Und zwei weitere, oder? Autor Kaga Koppermann. Nina Scherveling, Übersetzer. Und Heike Holtsch. Das hat sogar Bewertung. Das will ich sehen. Wer sich das Buch gekauft hat und was er darüber schreibt. Schnelle Hilfe und Unterstützung für Pokémon Go-Spieler. Das Buch haben wir gekauft, weil unser Sohn 7 gerne Pokémon Go spielt. Oh, süß. Und wir als Eltern ihn dabei unterstützen. Oh, mega süß. Jetzt kann ich nichts Schlechtes darüber sagen. Dank dem Buch konnten wir dem Spiel schnell einen Durchblick erlangen und unseren Sohn unterstützen. Einziger Kritikpunkt, ein paar Illustrationen und Bilder für eine bessere Veranschaulichung wären schön. Oh, wow. Gelungenes Handbuch für den Einstieg in Pokémon Go, schöne Bilder und viele Ratschläge. Das ist auch von 2016, also das ist schon sehr, sehr alt. Krass. Ich habe diese Bewertung genommen, weil es ein faszinierendes Buch ist und viele Tipps und Tricks enthält. Also meiner Meinung nach hat mir alles gefallen, nur leider habe ich dieses Buch schon nach einem Tag durchgelesen und ich würde jedem der Pokémon Markt empfehlen. Boah, krass. Da hat sich diese Dame doch eine schöne Marktlücke zum Vorteil genutzt. Schön für Kaga Koppermann. Oh, Kara Kopperman. Wahrscheinlich. Ansonsten war es das, glaube ich, echt. Ich schaue nochmal auf die nächste Seite. Vielleicht ist da noch irgendwas, aber es wiederholt sich alles. Ein kleiner Ausblick. Ein kleiner Ausflug auf Amazon. Mal die Hardware und so abchecken. Da sind auch ein paar interessante Sachen dabei. Und viele fragen mich immer, warum kriege ich mein GoPro oder Gacha her? Schaut auf Amazon, wie es aussieht. Ich meine, dieses eine Angebot ist wahrscheinlich fake, aber solange es funktioniert, ist ja egal, ob es original oder fake ist. Und hey, selbst wenn es kaputt geht oder so, die 15, 16 Euro kann man verkraften. Nächste Folge, eBay-Format, schauen wir wieder auf echt eBay vorbei und da schauen wir uns wieder ein paar Accounts an, aber ich denke, das war ein kleiner netter Ausflug in die Welt von Amazon. Oder wie manche sagen, Amazon. Das war's von mir, Leute. Immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Memes ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist Business.